Im Konferenzraum der Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau trafen sich am Montag Direktvermarkter aus der Region zum Gespräch. Es wurden Hilfestellungen gegeben und informiert, wie man den Zugang zum Lebensmittelhandel verbessern kann. Im direkten Gespräch tauschten die Betroffenen ihre Erfahrungen aus und gaben sich gegenseitig wertvolle Tipps zu Vermarktungsstrategien und Produktinnovationen. Wie man regionale Produkte dabei besser vermarkten kann, wusste Annette de Vries. Sie betreibt mit ihrem Mann eine Schafmilchkäserei. Ich glaube, erstmal mit Informationen an den Kunden genau, also dass man die Verbraucher informiert und ohne das geht's nicht. Und dann hofft man natürlich, dass die Leute in Zukunft mehr auf Regionalität setzen und dadurch eben mehr die Produkte kaufen von uns direkt vom Markt. Auch die Angst vor zum Beispiel Dioxin oder anderen Schadstoffen in Produkten senken den Absatz und führen zu Preisschwankungen. Diese und andere wachsenden Risiken, mit denen landwirtschaftliche Betriebe zu kämpfen haben, nannte und erklärte Professor Dr. Norbert Hirschauer von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Landwirte haben es in der heutigen Zeit schwer, ihre regionalen Produkte zu vermarkten. Ihr Hauptrisiko sind Preisschwankungen und damit verbundene Absatzprobleme. Auch Veränderungen in der Politik können den wirtschaftlichen Erfolg entscheidend verändern. Als Lösung müsse man ein Risikomanagement betreiben und eine Leistungskostenanalyse durchführen.